was geht, meine lieben Zocker-Junkies? Ah ja, du bist wieder hier heute wieder zu einer weiteren Mission Destiny 2. Ich weiß nicht. Ich spiele jetzt schon seit ein paar Stündchen. Ich habe die nicht bereits angenommen. Hab allerdings schon, weil ich kurz was eingestellt habe, den Namen wieder vergessen. Ist ja auch relativ. Geht sich mehr darum, dass die Mission erfüllt wird. Und dass man Spaß dabei hat. Hab mich nebenbei ein bisschen gelootet, gelevelt und dabei kräftig gelootet. Also meine Fresse. Man kriegt hier echt für, selbst wenn man einfach nur hier auf dem Punkt da um das Gebäude steht, und mit diese aufploppenden Missions macht oder einfach so gegen Gegner kämpft, kriegt hey, man schon. Ich sitze immer noch hier oben auf dem Berg mit diesem kaputten Kommunikationsrelais. Wo ist der Signalverstärker? Unser neuer Hüterfreund ist auf dem Weg. Ich bin zu alt, um hinter dir herzuräumen, Soraya. Na, endlich gibt er mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist gebaut und du hältst es mir immer noch vor. Oh, das war mehr als nur einmal. Wegen dir habe ich graue Haare. Ja, ja, red nur weiter, alter Knacker. Also man bekommt hier echt mit den Level bekommt man auch immer besseren Loot. Also das würde ich schon fast sagen, ist ein kleiner Einsteiger-Tipp meinerseits. Wo kommst du denn her, mein Freund? Wo ist denn jetzt eigentlich hier das Ziel mal wieder? Noch einer. Zack. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Stunden lang einfach nur ein bisschen gelevelt und man merkt schon klar den deutlichen Unterschied zum letzten Destiny-Video. Oh. Tschüss. Vom Gameplay her. Der Aufzug sollte uns zum oberen Teil der Minen bringen. Eine neue Waffe. Ich guck mal eben, ob die was bringt. Was hat die jetzt? 93? Die hat 89. Nope. Also bei Destiny habe ich schon hier und da gewisse Kritikpunkte gefunden, aber vielleicht. Wow! Kollege! Wir müssen auf anderem Weg rauf zu Hawthorne. Vorsicht! Die Gefallenen sind ausgezeichnete Plünderer. Die werden um alles kämpfen, was sie in ihre schmierigen Krallen bekommen. Ja, ich weiß. Ab und zu ist das Springen hier ein bisschen merkwürdig. Mal springt er super hoch und mal eben halt, ja, springt er nicht mal 2 Meter hoch. Dann ist das einfach so, ja, so. Und dann will ich ZB an irgendeiner Ecke hoch. Und dann macht er diesen hier nicht. Also er macht ihn schon, aber nicht so hoch wie es soll. Warum auch immer. Ich glaube, ich hole mir mal einen Anfänger-Kurs von einer guten Zero Sugar. Hey, du da hinten. Fang! Das war zu kurz. Aber ich habe ja meinen Freund Raketenwerfer. Komm! Komm ich halt zu dir. Bam! Vorbei! Hehehe.
runter? Nee, glaube ich nicht. Ja, doch. Okay. Wieder eigentlich eingeschränkt. Sniper ist das, ich glaube, die brauchen wir jetzt. Guck mal, komm mal an. Was geht hier runter? Haut her, war knapp. Gehen wir mal ein bisschen. Jo! Ah, daneben ist auch vorbei. So. Ist hier ein Gegner bei mir? Da unten Maul halten. Oh, ein neuer Helm. Kurz gucken. Hep. Nein, da. Eine deutliche Verbesserung. Dann hier rum. Okay, gehen wir hier rum. Für die Sniper. Aber wir vermerken, wir brauchen sie nicht. Wie dunkel ist das hier bitte? Ah, es wird dich freuen zu hören, dass die Gefallenen die Mine zu verlassen scheinen. Du hast wohl ordentlich im Hornissennest rumgestochert. Auch nicht, oder? Doch. Nur damit ich gleich nicht. Das Level hier wäre deutlich angenehmer, wenn es Nacht, also bei mir jetzt in Real Life Nacht wäre. Haben einen Aufzug gefunden. Ihr seid gut. Fast so gut wie Louis. Komm. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Und die Gefallenen sind sauer.
sie sauer sein. So ein bisschen rumzuschießen ist so ähnlich wie mit der Call of Duty Dings mit dieser Mini-Rapen, so mit der kleinen Kiste von Call of Duty, mit dem Schnellfeuer, die sich so bewegt wie Maschinengewehr. Oh, da oben gefällt's mir, ich will dich töten, komm her. Da ist noch einer. Komm her. Du warst aber jetzt schnell down. Einer bei mir? So, komische Kügelchen da. Kit habe ich sie jedenfalls nicht. Oh, da bist du ja. Das war's mit dir. Easy. Es hat geklappt. Den Servitor zu erledigen, hat den Strom wieder angestellt. Gut gemacht. Vielleicht bekomme ich dann ja irgendwann meinen Verstärker. Falls ich gleich wiederkomme. Sind gleich da. Komm noch weg raus hier. Hawthorne, wir sind aus der Mine raus und auf dem Weg zu dir. Beeilt euch, dann können wir das Kommunikationsnetzwerk zum Laufen bringen. Und danke für die Hilfe. Du bist gar nicht so übel für einen Schickimicki-Hüter. Das ist wohl das Netteste, was ich jemals aus Urayas Mund gehört habe. Eine echte Seltenheit, mein Lieber. Schickimicki, Hüter, die Dumm. So, als wäre ich ein Bonzen mit einem fetten BMW. Aber geschafft. Läuft doch.
Du hast's geschafft. Da schuldet Louis mir wohl Geld. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Hüter, die Stadt ist verloren. Zavala lebt noch? Wenn wir jetzt aufbrechen? Keiner geht nach Titan. Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Hawthorne, wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Dann würde ich mal sagen, auf nach Titan. Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt... Das. Erkläre es mir, Sprecher. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. Also ich muss sagen, die Synchro, die sie hier reingesetzt haben, also von der Qualität her finde ich echt nicht schlecht. Na, also bisher flecht mich Destiny immer noch nicht. Kommt wahrscheinlich auch daher, da mir der erste Teil fehlt. Die Story ist bisher so... Wir kennen's. Etwas wird zerstört, etwas Neues baut sich auf. Und du bist der Held, der alle rettet. Da wird es keinen großen Kick in meinen Augen geben, ne? Oder einen großen Plot-Twist jetzt. Ne? Ich kenne ja auch ZB das Ende schon, aber ich glaube mal nicht, dass irgendwas, abgesehen von dem Ende, was ich nicht besonders fand jetzt, werde ich nichts Besonderes noch irgendwo finden, wo ich mir denke, boah, das ist krass.
Allerdings muss ich sagen, wenn man es sich als gratis war zum Geburtstag von Destiny 2, oder generell Destiny, würde ich sagen, ja, dann ist es doch eine nette, unterhaltsame Abwechslung. Nur, ob ich jetzt wirklich eine krasse Empfehlung aussprechen würde, so dass man sich Destiny 2 kaufen sollte oder überhaupt die DLCs. Naja. Erstens nicht für das Geld und zweitens nicht für das. Also ich bin gebrandmarkt mit dem, was mit Destiny so passiert ist. Von daher. Naja, schreibt mir mal eure Meinung zu Destiny generell in die Kommentare rein. Bewertet das Video nicht vergessen und falls ihr Bock habt, nichts mehr zu verpassen, abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.